Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BRABUS Connects, der erste in 2023. Ich freue mich, dass heute ein Gast da ist, den ich schon länger im Netz beobachte, letztes Jahr endlich kennen durfte und über den ich immer wieder herzlich lache. Es ist jemand, der in Oldenburg geboren ist, inzwischen in Neustadt lebt und, da ist eine erste Parallele, eine Ausbildung zum Automobilkaufmann bei BMW gemacht hat, irgendwann aber entdeckt hat, dass sich weder er selbst noch alle anderen ihn so richtig ernst nehmen. Das hat zu einer Karriere geführt, die weiter entfernt vom Automobilkaufmann nicht sein könnte, nämlich die der Comedy und des Influencers. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, unter anderem machen wir beide sehr, sehr gerne Musik und haben viel mit YouTube-Videos zu tun. Ich freue mich, dass er da ist, Clemens Brock, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Konstantin, danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf und kann. Sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Wir haben heute auch schon einiges zusammen gesehen und das umgesetzt, was ich dir oder wir uns gegenseitig angedroht hatten, als wir uns letztes Jahr auf dem Video-Days kennengelernt haben, nämlich, dass du hier mal vorbeikommst, weil du ja durchaus auch ein kleiner Autonerd bist, was mich sehr freut. Das stimmt, das ist auch so ein bisschen meine Vergangenheit, sag ich mal, gelernt. Wie hast du schon richtig angekündigt, so dieser Werdegang gelernt bei BMW. Und deswegen bin ich halt ein Autofanatiker und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich auch hier, auch heute mal eins deiner schönen Autos Probe fahren konnte. Ich meine, du hast ja mit vielen, vielen, vielen Persönlichkeiten, die rund um das Thema Social Media unterwegs sind, zu tun. Ja. Hast natürlich viel mit anderen Comedians zu tun. Insofern ist das heute mal so ein halbtypisches Umfeld für dich. Stimmt. Und ich freue mich, dass du da bist. Wir reden heute mal so ein bisschen über die Frage, was Kreativität ist für dich. Wir reden über die Frage, wie das eigentlich alles angefangen hat. Und auch so ein bisschen drüber, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, weil es ist ein interessantes Thema generell. Ich bin auch gespannt, wie du bestimmte Dinge wahrnimmst mittlerweile oder wie du dich entwickelt hast in bestimmten Themen, weil da spiele ich immer gerne den Ball auch zurück. Aber ja, das ist jetzt ein Thema, was für mich sehr relevant wurde in den letzten Monaten, wo ich jetzt natürlich auch, ich sag mal jetzt, von lebe. Das ist auch so ein Thema, was natürlich nicht, glaube ich, jeder macht oder sich den Schritt wagt, das zu machen, aber das natürlich, ja, hängt damit zusammen. Lass uns mal vorne anfangen. Ja. Die Kunstfigur des Vaters. Ja. Über die ich mich ehrlich gesagt regelmäßig schlapplache, weil du ja leider, und das nehme ich an, werden ja viele sagen, den Nagel auf den Kopf triffst. Ja, das stimmt. Mit vielen, 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 teilweise sehr kleinen Verhaltensmustern. Stimmt. Mhm. Bei denen ich aber meistens gar nicht ankomme, bei der Aufklapp-Handyhülle oder dem Rückenschmerz aufstehen, ist bei mir ehrlich gesagt schon vorbei. Lass uns mal vorne anfangen. Wie hat das begonnen? Du hast eine Ausbildung zum Automobilkaufmann angefangen. Genau, ich habe bei BMW. Bei richtig? BMW, ja, bei einem Vertragshändler in Oldenburg. Und ich habe da die Lehre angefangen, Automobilkaufmann, einfach weil ich damals. Hatte ich halt gegoogelt tatsächlich nach einem Beruf. Ich wollte irgendwas lernen, ich wollte nicht studieren. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule und ich hatte gesagt, ich möchte jetzt irgendwas machen. Und habe gegoogelt, weil ich in einem Klettergarten gearbeitet habe. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit anderen Menschen zu arbeiten, einfach in Kontakt zu sein. Und da habe ich gegoogelt, was kann man machen mit irgendwie mit Autos, weil ich einfach Autos mochte mein Leben lang schon und Motorräder und all sowas. Und in Verbindung mit Kontakt zu Menschen, Kunden, sowas. Und dann kam dabei raus, Automobilkaufmann. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, was es so in der Nähe gibt. Und dann waren in Oldenburg drei verschiedene Vertragshändler, Mercedes, BMW und Audi. Da hatte ich mich tatsächlich einfach mal beworben. Und du warst im klassischen Alter für eine Ausbildung, das heißt wahrscheinlich 16, 17, 15. Ich war 17, ich glaube, ja, 18 Jahre alt war ich, wo ich mein Abi gemacht habe. Und habe mich dann, ein Jahr habe ich dann gejobbt, mit 18 ein Jahr gejobbt in diesem Klettergarten und dann mit 19 die Ausbildung begonnen. Genau. Und so, jetzt ist das ja nicht so verlaufen. Ganz so verlaufen, wie da wahrscheinlich dein Abteilungsleiter sich das damals vorgestellt hat. Wo kam die erste Abbiegung? Es war tatsächlich, nach der Lehre sollte ich in den Verkauf. Und, also das heißt, du hast fertig gemacht? Ich habe fertig gemacht, genau. Ja. Ich habe komplett fertig gelernt, 3 Jahre Ausbildung hinter mir. Und dann sollte ich halt in den Verkauf, habe das erste Jahr dort auch gemacht. Habe aber schnell gemerkt, irgendwie ist das nicht so meins. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, weil du musst manchmal halt Sachen ansprechen, die vielleicht nicht so ganz stimmen, wie sie vielleicht eigentlich sind. Und ich war immer viel zu ehrlich für den ganzen Kram. Jetzt natürlich, das ist immer jetzt blöd gesagt, ne? Aber es ist natürlich, man kennt es selber, wenn man in so einer Branche arbeitet, manchmal wird was irgendwie übersehen oder man spricht über bestimmte Dinge nicht, weil man sie natürlich jetzt nicht den Kunden irgendwie vorhalten will oder zeigen will. Aber ich habe dann
Ja, so. Aber ich habe. Du hast mir ja mal gesagt, dass, dass im Prinzip dieses aktive Verkaufen, also ich glaube, du hast gesagt, den Leuten was anzudrehen. Ja. Das wäre nicht deins gewesen. Ja, nee, ich könnte das wahrscheinlich, weil ich kann gut reden. Ich würde dir alles abkaufen. Ja, so. Ne? Schätzelein. Ja. Du würdest mir auch einen Kühlschrank in der Antarktis abkaufen. Ich würde dir einen Kühlschrank verkaufen, aber genau. Nee. Nein, und erstmal eine Philosophie, die ich sehr deutlich unterschreiben kann, weil ich glaube, ich sage selber immer, ich verkaufe hier erstmal gar nichts. Kannst Dinge zeigen, repräsentieren, andrehen ist eine ganz andere Nummer. Wie ist das weitergegangen? Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mehr Spaß im Social Media habe. Also ich habe damals schon durch meine Musik, die ich gemacht habe, ich bin Musiker eigentlich, das wissen auch die wenigsten, die mich durch den Vater jetzt kennen. Ich bin eigentlich Musiker, seit ich 4,5 Jahre alt bin, spiele ich Gitarre zum Beispiel ab 2006. Zum Beispiel, zum Beispiel. Schlagzeug auch. Da sind meistens so Leute, bei denen hinterher rauskommen, dass sie 98 Instrumente spielen. Nee, und alle gut. Nee, so schlimm ist es nicht tatsächlich. Aber ich habe dann auch, ich war früher Scooter-Fan. Tatsächlich. Ja. Und ich habe 2006 angefangen, elektronische Musik zu produzieren. Also richtig so House-Elektromusik. Und das war noch. Ja, genau. Music Maker. Ja, ich hatte damals FL-Studio. Damit habe ich angefangen. Ja. Und dann ging das ab. Und ich hatte dann aber da dann schon mit Social Media zu tun, weil ich 2013 okay, du bist ja Jahrgang 94. Ja. Das heißt, als du mit Social Media angefangen hast, das war welches Jahr? Boah, das war. Ich überlege, 2006, 2013 habe ich angefangen aufzulegen. Ich glaube, 2010, so richtig. Also wir reden hier über Facebook und MySpace. Ja, ja gut, das ist noch länger her. Früher, stimmt, das war noch länger früher. Ich glaube, so richtig, wo das für mich ein Thema wurde mit Instagram und sowas, das war 2011, 2010, irgendwie sowas. Ich muss sagen, ich vergesse immer, wie lange dann doch die Plattform schon unterwegs ist. Ja, tschüss. Das ist so im Moment natürlich auch so rasend schnell weitergeht. Ja. Ich glaube, Instagram kam ja 2004 raus und deswegen ist das. Und wann war das erste Mal, dass du wirklich gemerkt hast, okay, das ist was mich nicht nur privat interessiert, wo ich meinetwegen durchscrolle und mir Bilder oder Accounts und Profile anschaue, sondern wo ich auch selber als Produzent aktiv sein möchte? Das war genau die Zeit, wo ich angefangen habe zu produzieren. Ich habe gemerkt, dass ich war immer schon ein Typ, der hat Videos witzig verpackt. Ich war immer ein Comedy-Typ. Ich wollte immer Leute zum Lachen bringen. Ich habe damals schon Remixe gemacht oder meine eigenen Musikstücke irgendwie witzig präsentiert zu Hause. Gibt's alle noch auf Instagram tatsächlich. Ich habe da verschiedenste Sachen gemacht. Das heißt, du hast auch die alten Klamotten alle online gelassen? Alles. Das Internet vergisst nie. Nee. Auch den kleinen Ich find's auch schön tatsächlich, weil es gibt viele Leute, die löschen dann ihre Anfänge und sowas. Ich find's aber schön, ich mache das selber manchmal gern, dass ich zurückgehe und gucke, wie hat's eigentlich angefangen? Und wie habe ich das früher gemacht? Weil manchmal, ich finde, man lernt auch aus vielen Dingen. Ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen, ich glaube, es war mit den Ärzten, die dann meinten, sie würden sich selbst über ihre alten ersten Alben kaputt lachen, aber sie niemals löschen oder vom Markt nehmen, weil es natürlich einfach dazugehört. Ist auch so. Und das fand ich irgendwie einprägsam, weil wir uns nur alle weiterentwickeln und es geht permanent voran. Ich glaube, gerade Social Media und kreative Arbeit ist eine Reise, wo du selber dich ja auch enorm entwickelt hast über die Zeit und auch immer noch, da kommen wir nachher noch zu, immer noch weiterentwickelst. Ja, stimmt. Das ist aber echt wirklich interessant zu hören. Wie ist das weitergegangen? Du hast im Prinzip Musikstücke produziert, hast die auch veröffentlicht. Genau. Und dann kam deine Ausbildung dazwischen. Da kam die Ausbildung dazwischen, genau. Ich habe dann einfach meine Ausbildung gemacht und habe auch Videos dann im Autohaus gemacht etc. Und habe irgendwann nach der Lehre meinem Chef dann vorgeschlagen, du, wie sieht's eigentlich aus? Er hatte damals niemanden für Social-Media-Kanäle oder sonstiges. Und das war ja ein Thema, was immer wichtiger wurde. Das heißt, wenn du da nicht irgendwo vertreten warst, warst du unrelevant. Du warst einfach unrelevant im Leben für andere Leute, wenn du nicht zu finden warst. Ist es heute aktuell leider nie. Ja, ist es. Und dann habe ich ihm das vorgeschlagen. Hey, Tammo war mein Chef, hieß er damals. Und er hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich würde das wohl machen, wenn das für dich cool ist. So, und dann hat er gesagt, ey, ja, warum nicht? Lass uns das doch versuchen. Wenn du da glücklicher wirst und sowas, dann ist das doch für uns alle cool. Und dann versuch das doch mal. Dann habe ich das gemacht. Ich habe YouTube-Kanal erst betreut und Instagram-Kanal gemacht. Ich habe damals. Das war natürlich noch früh, muss man sagen. Aus heutiger Sicht war das natürlich ein relativ früher Einstieg, der günstig war. Also ich bin zum Beispiel mit YouTube viel später eingestiegen. Ja. Und das ist natürlich heute ein anderes Spiel als noch vor 10 Jahren. Auf jeden Fall. Das merkt man auch. Damals hatte ich ein Format entwickelt für das Autohaus, das hieß Fräsetaxi. Da habe ich dann wildfremde Leute mit so einem hochmotorisierten Fahrzeug einfach mitgenommen
und die zu ihrem Ziel gebracht. Ich bin quasi an Bushaltestellen angehalten, Fenster runter. Ey, ne, so hier, komm, wo willst du eigentlich hin? Oder aber auch schon lustig. Ja, schon lustig, genau. Und das war, weil einfach um Aufmerksamkeit für das Auto auszuerzählen. Genau. Einfach reines. Aber auch, dass sie dich das haben machen lassen? Ja. Respekt. War auch natürlich, ja? Ich hatte die Ideen, hat dann natürlich ein bisschen argumentieren müssen, warum, wieso. Und ich meine, du kannst jetzt ja hier wild durch die Gegend fahren, ist auch irgendwie Quatsch. Ich sage, warte mal ab. Das könnte cool werden. War gut. War sehr gut tatsächlich. Gibt's die Sache? Gibt's die Sache noch? Das gibt's noch, könnt ihr immer noch googeln. Also Fräse-Taxi ist bei YouTube immer noch da. Und das erste Video ging tatsächlich auch richtig durch die Decke. Das hatte dann irgendwie nach ein paar, ich glaube nach Woche irgendwie, hatten sie 200.000 Aufrufe schon. So, das war richtig gut angenommen worden, weil die Leute fanden das witzig, die fanden das cool und die Reaktionen waren halt mega. Am Ende ist immer die Frage, was ist ungewöhnlich, was ist neu, was hat noch keiner gemacht. Klar. Genau. Und das ist, ja, das oder was, ich meine, gibt natürlich auch viele Dinge, muss man sagen. Ja. Wenn ich heute so durch Instagram scrolle, sehe ich auch viele Dinge oder TikTok, wo ich dann mich wirklich frage, ob das die Welt jetzt gebraucht hat. Ja. Das ist sicherlich ein Format gewesen, was einfach durch eine nette Rekombination. Genau, ne? Es war einfach witzig gemacht. Ja. Und so fing das halt an. Da haben wir weitergemacht. Irgendwann war ich dann, hatte noch gesagt, ich mache jetzt noch die Homepage mit, betreue ich und dann noch Printsachen und alles mögliche. War nachher wirklich so das Digitalkind der Firma. Das ist witzigerweise eine Parallele, weil ich natürlich hier im Laden auch, gut, ich bin jetzt älter als du und trotzdem war ich auch der. Viel älter. Dir, dankeschön. Wunderschön. Das sagte mir gestern meine Friseurin auch. Weißt du eigentlich, dass du die ersten grauen Haare kriegst? Also super, danke für den Hinweis. Das, 9 Uhr morgens, das ist das, worauf ich jetzt hier gewartet habe, nach dem ersten Kaffee. Trotzdem, die Parallele ist, dass ich natürlich bei uns im Laden auch in Anführungszeichen der Junior war und irgendwann dieses Internet bearbeitet werden musste. Und dann wird natürlich irgendwie zurückgegriffen auf denjenigen, der da ist und sich scheinbar der Vermutung nach damit auskennt. Und da wird dann eben mal alles abgeladen, was an modernem Kram gemacht werden soll. Ja, ja. Und so war es interessanterweise auch bei mir. Und du hast das dann alles gemacht, quasi die Inhouse, Ein-Mann-Werbeagentur. Ja, wirklich. Da sind wir aber noch lange nicht beim Vater. Nee, ich kürze das jetzt alles ab, pass auf. Dann habe ich 2018 kam TikTok an den Start, auch in Deutschland. Es war ja aus Asien, kommt ja China. Und kam dann 2018 nach Deutschland, war an den Top 3 App-Downloads. Und das habe ich als, damals war ich Online-Marketing-Manager dann in der Position, habe ich mich. Also du bist relativ lange da geblieben. Entschuldige, wenn ich so. Genau. Ich war dann noch drei Jahre nach der Ausbildung, war ich noch da halt auch noch. Insgesamt 6 Jahre bei BMW dann gearbeitet und ich sag mal 3 davon in diesen digitalen Medien. Und ich habe dann 2018 habe ich mich dann auf TikTok konzentriert, weil das so einen Boom hatte in Deutschland. Habe ich meinem Chef gesagt, du pass auf, TikTok ist gerade so ein richtiger Hype. 2018. Ja. Also die Nische von der Nische von der Nische. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, wir müssen da einen Kanal haben. Weil das ist jetzt gerade im Kommen und habe ich für die Firma, für den BMW-Account, habe ich quasi ein Konto erstellt. Und für mich, weil ich dachte, ich kann damit ja auch meine Musik vielleicht pushen. Ich habe mir die App angeguckt, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was man da macht am Anfang. Tatsächlich, weil das Lip-Sync war am Anfang sehr viel, Tänze. Natürlich die ultra junge Zielgruppe, das relativiert sich ja gerade so ein bisschen. Ja, zum Glück. Aber natürlich auch, weil sich die sozialen Medien insgesamt weiterentwickeln. Ja. Das ist eine spannende Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass TikTok auch weiterhin an Relevanz gewinnen wird. Auf jeden Fall. Ist gar aber nicht jetzt mehr. Sind wir ja schon 2022. Also, ja. Wann hast du das erste Mal wirklich diese Figur im Kopf gehabt? Ne? Wir reden heute über Kreativität, über Inspiration, wie man auf Dinge kommt und auch wie man dann kreativ arbeitet. Wann hast du das erste Mal, wann bist du zum ersten Mal zum Vater geworden? Ich habe das irgendwann nach nach 1,5 Jahren TikTok habe ich dann für mich überlegt, ich habe es oft gesehen, man braucht Formate, eigene Formate, um beständig Erfolg zu haben, weil wenn du immer nur mal ein Peak-Video hast, dann bringt dich das nicht unbedingt weiter. Du hast mal irgendwie einen Tanz, der ist cool, dann ist der viral, aber dann bist du halt vielleicht als Tänzer bekannt, was du vielleicht gar nicht sein willst. Also habe ich mir überlegt, was willst du eigentlich machen? Habe ich überlegt, vielleicht irgendwas witzig, ich wollte immer was Witziges machen, mit Kombination mit meiner Musik und so. Und habe aber dann irgendwann gesehen, dass dieses Vater-Ding, ich hatte damals ein Format, das hieß Vater und Sohn, das war aber ein Dialog. Das heißt, du hast den Vater gesehen und den Sohn, wie die halt zusammen sprechen. Also du warst beide Personen. Ich war beide Personen, genau. Und war für mich natürlich einfach, das darzustellen, weil ich eben einen Vater habe, ne, und habe mit denen ja auch diverse Konversationen gehabt, die halt so typisch sind für Vater und Sohn. Und habe die erstmal so abgedreht und die kamen auch wirklich gut an. Und habe irgendwann, um das Ganze abzukürzen, letztes Jahr, Ende letztes Jahr, September,
habe ich dann einen amerikanischen Creator gesehen, der so den typischen Trucker-Dad nachmacht. Und der hat das aus dieser Perspektive gefilmt, wie ich das jetzt mache. Er hatte quasi so ein Lavalier-Mikrofon, ein Steckmikrofon, leicht übersteuert. Und dann immer dieses laute Atmen, dieses röchelnde Atmen und sowas. Und wo ich dachte, ich habe mich totgelacht bei dem Typen. Ist amerikanisch, natürlich englischer Content. Und habe aber im selben Moment gedacht, ey, warte mal, ich mache ja schon Vater-Sohn-Content. Kannst du sagen, wer es gewesen ist? Der hieß Dane the Great, heißt der, glaube ich. Ja, so, also könnt ihr gerne mal gucken. Guck mal, wenn wir es finden, also werden wir sicherlich finden, packen wir den Link. Ja, in sehr die Description gern zu dem Video. Das ist ein Top-Typ. Und dann habe ich überlegt, sag mal, der, also der deutsche Vater, das ist so eine richtige Figur. Weil den erkennst du, kurzarmiges, kariertes Hemd, die Sandalen mit den Socken und weißt du, Dreiviertelhose, ein Zollstock. Das ist so, für mich habe ich gedacht, das kann doch, musst du einfach mal versuchen. Das ist eine Karikatur. Es ist. Oder ja, auch nicht. Ja, also, genau. Also es ist eine, ja, Karikatur, die einem, ja, aber auch im, also mir zumindest auch im realen Leben dann durchaus schon das ein oder andere Mal begegnet ist. Also ich meine, ich habe heute, wir haben das ein oder andere zusammen gedreht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lache mich zwar immer wieder kaputt, mussten so das ein oder andere Mal neu einsetzen, als du ins Auto gestiegen bist. Aber nach 2 bis 3 Stunden mit dem Vater, ja, kann es dir passieren, dass du vergisst, dass es eine Rolle ist. Ja. Weil ich finde, dass du es auch so gut machst. Also das ist jetzt, also ich hab's versucht, als Lob zu formulieren, das kannst, ja, du jetzt, nee, kannst du selber bewerten. Nee, dankeschön. Okay, das heißt, du hast diesen Creator, ja, gesehen. Ja. Hab's dann, wie das ging, um, es ging ja offensichtlich nicht nur um die Figur, sondern es ging auch um Kameraperspektive, Arbeit, ja, mit dem Mikrofon. Ja, ja. Und wie ging es weiter? Ich habe dann einfach mir dieses Stativ gekauft, Handy rein, dieses Mikrofon gekauft und habe auch gar nicht groß auf die Klamotte geachtet. Ich habe erstmal nur geguckt, wie würde dieses Format so gedreht ankommen. Das heißt, ich habe auch so mit jemandem aus dem Off geredet, mit Torben in dem Fall. Ja, Torben, ne, ist dann imaginärer. Ich meine, imaginärer Sohn, genau. Witzig, weil wir bei uns im Marketing, ja, haben einen Torben, den hast du heute, ne? Also, ja, das ist Jean-Pierre Krämer, der würde sagen, Grüße gehen raus. In dem Fall hat Torben, genau, Maybauer, unseren Head of Visual Content. Aber witzigerweise bist du, wo ich gerade bei JP bin, ist der Zweite, der einen sehr kreativen Job, der mit Social Media zu tun hat, sich danach ausgedacht hat, nach einer Ausbildung im Autohaus. Also irgendwas scheint dran zu sein. Ja, stimmt. Insofern, auch da gehen die Grüße gerade mal raus. Gut, das heißt, ja, der Vater ist ja eine Kreation, die du getestet hast und du hast es vor allem gemacht. Ich erinnere mich an eine Konversation mit Aaron Troschke. Hey Aaron, kennst du? Ja. Den ich, als ich selber mit Social Media angefangen habe, mal gefragt habe, sag mal Aaron, ging es um so, ne, wie optimieren wir das denn und was machst du denn so qualitativ und wie lang und muss man dazu Werbung schalten oder nicht und wie kann, der guckte mich damals so völlig, völlig entgeistert an, sagte, hör mal, ganz einfach, mach doch mal ein Jahr einfach YouTube und dann rufst du mich nochmal an, weil dann hast du so viel selber gelernt, indem du einfach ausprobierst, ist auch so, dass, ja, du mich wahrscheinlich gar nicht mehr brauchst, sondern wir uns darüber halten können, was der eine, was der andere macht. Und genauso ist es natürlich auch jetzt, ist es ziemlich genau 1,5 Jahre später. Und was mich beeindruckt an dem, was du sagst, und was ich sozusagen da auch ganz stark mitbekommen habe, ist das einfach ausprobieren. Weil du hast damals ja eben Kostüm noch nicht final, Rolle nicht final, Charakter nicht final, hast es aber mal ausprobiert. Genau. Heißt also, du hast dich gefilmt und hast es dann online gestellt. Und hast sicherlich, du sagtest ja gerade, du hast davor schon ein bisschen diese Vater-Sohn-Themen gemacht, aber ist trotzdem sicherlich zu einem Grad ausprobiert, bei dem heute ganz viele Leute aufstehen würden und sagen, ah nee, jetzt, wenn das schief geht, ist doch peinlich. Mhm. Mhm. Ja, das wenn stimmt. So ein Witz jetzt schlecht erzählst, ist ja auch irgendwie, ja, oh, ist ja peinlich. Ja. Ist natürlich, ich muss auch sagen, diese Rolle, da hat man vielleicht auch so ein bisschen Glück. Ich meine, es ist ja immer so ein Ding, wenn du das jetzt machen würdest zum Beispiel, würde es genauso angenommen werden? Das ist mal die Frage. Ja, oder weil, auf die Person, ne, passt natürlich, ne, eine gewisse. Genau. Also ich meine, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Harper Kerkeling. Ja. Ja. Der natürlich. Horst Lemmer ist. Ja, ist eine, aber er hat ja viele grandiose Rollen, genau, in der Zeit, ja, entwickelt, aber, ja, jede eben in der Perfektion. Aber ganz ehrlich, ich würde glaube, den meisten Menschen fällt es schon schwer, ihre eigene Rolle zu spielen und sich dann so einen Charakter nochmal auszudenken und den auch immer wieder, ja, schauspielerisch einzunehmen, erfordert eine ganze Menge Kreativität und Disziplin. So, ja, dann war der Vater da. Dann war der Wie Vater geht's da. Weiter? Der Vater war da und wurde, ich sag mal, gehypt ohne Ende. Also das erste Video, was rauskam, ging sofort los. Es ging direkt ab. Tatsächlich, das erste Video war direkt nach einem Tag irgendwie 800.000 Aufrufe und hast du nicht gesehen und nur Kommentare, wir brauchen Part 2, wann kommt Part 2, nur sowas.
Ja, dann habe ich Part 2 gedreht, Part 3, Part 4, hast nicht gesehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, dass das so gerade angenommen wird. Und ich habe so viel, ich sag mal, Zuspruch bekommen, dass das so wie die Faust aufs Auge passt, so auch so authentisch ist. Mhm. Liegt aber auch daran, dass ich skripte nix. Also ich schreibe mir ganz wenig auf, wenn ich mir ein Video quasi, wenn ich was plane oder mir überlege, ein Video zu drehen. Was ich meist habe, ist ein Topic, ein Thema. Zum Beispiel Vater beim Fernsehen gucken, Vater am Handy. Und dann habe ich vielleicht ein, zwei Sprüche, wo ich vorher mir überlege, das kannst du vielleicht sagen, das kannst du bringen, weil das ist eigentlich, was die Videos so ein bisschen auch am Leben erhält. Also diese Sprüche, die Witze, dieses Runtermachen von Torben im Prinzip. Also Torben als fiktive Person, die man immer mit einbindet, die aber gar nicht da ist, aber die man trotzdem halt, ich sag mal, immer irgendwo dabei ist und die man immer wieder, ich sag mal, runtermacht. Da warten die Leute auch bestimmt irgendwo drauf. Von wegen, welcher Spruch kommt jetzt nochmal gegen Torben und hast du nicht gesehen? Das sind so Sachen, das sind Cliffhanger, weißt du? Das ist so, und das hat einfach funktioniert. Also ich meine, du bist natürlich auch ein Mensch, du hast also anscheinend einen natürlichen Hang dazu. Ja. Du hast Humor, ne? Und wenn es gibt Menschen, die können Witze erzählen, und die findest du einfach nicht witzig. Stimmt, ja. Also das ist mal wieder die Frage, wie viel Talent musst du haben oder wie viel Persönlichkeit, wie musst du einfach so sein, wie viel ist dann gelernt? Wo kommt die Inspiration zu diesem Charakter? Kommt die von deinem Vater oder ist das einfach der Stereotyp? Es ist auch mein Vater. Ich sage mal, es ist zu 70-80% mein Vater. Also alles, was so Sprüche, Gestik, Mimik anbelangt, ist mein Vater. Alles außer Kleidungsstil. Also mein Vater kriegt es noch hin, sich eine gescheite Chino zu kaufen, weiße Sneaker und einen schönen Pulli drüber, dass es halt einigermaßen fresh aussieht. Und aber dieses Stereotyp, Vater im karierten Hemd, das ist genau das, wenn du im Urlaub bist, fliegt man nach Malle und dann kannst du dich schon auf den Rückflug freuen, weil du siehst am Gate schon, welcher Flieger zurück nach Deutschland. Das ist also, kann ich ist so. Ich war letztes Jahr wieder mit dem Team wieder, ich glaube, irgendwas, wenn ich zählen würde, irgendwas nördlich der 150 Tage unterwegs. Ja. Das siehst du. Ich erinnere mich sofort. Vor Lauderdale Boat Show und danach Flieger zurück von Miami aus nach Deutschland und du musst nicht aufs Gate gucken, du siehst eindeutig, welcher Flieger zurück nach Deutschland geht. Und das ist verrückt. Deswegen, aber das ist ja auch das, was die Leute damit verbinden. Das heißt, du ziehst dich so an und die Leute, gerade die deutsche Community, weiß sofort Bescheid. Die sind alle abgeholt, weil die erkennen das sofort. Weil teilweise, die schreiben mir ja auch, mein Vater ist 1:1. Aber wenn du den Charakter erklären müsstest, wäre es ja auch nicht witzig. Nee, stimmt. Dann wäre es ja auch wirklich nicht witzig. Das wäre super interessant. Ja. Das ist für mich deshalb spannend, weil, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich rede auch unheimlich gerne genau deswegen mit Menschen wie dir, die nicht genau aus der Branche kommen, wo ich herkomme. Denn bei uns geht es natürlich um Objekte, bei uns geht es um Design, also in dem Fall jetzt meistens um irgendeine Form von Fahrzeug. Genau. Und es geht meistens um das Materielle, was du in irgendeiner Form gestalten musst. Ne? Material, Oberflächen, Farben, Muster, Texturen. Das, was dahinter liegt, ist aber ja der Prozess der Kreativität. Und das ist so ein bisschen, das ist etwas, ein Teil der Mission, die ich mir jetzt für 23 gesetzt habe, dass ich mit mehr Menschen sprechen möchte, die auf eine völlig andere Art und Weise, als ich das hier tue, Kreativität leben. Und das tust du natürlich, indem du so genau an der Schnittstelle zwischen Comedy und Schauspiel unterwegs bist, indem du genau diese Rolle einnimmst. Ja, das stimmt. Lass uns nochmal darauf eingehen, wie du die, das finde ich nämlich spannend, wie du die Dinge planst. Du sagtest gerade, du bist sehr spontan. Wann, und das ist deshalb für mich ein Riesenthema, weil ich mir immer die Frage stelle, wann habe ich denn die besten Ideen? Habe ich die besten Ideen beispielsweise, wenn ich jetzt hier im Büro sitze und den 15. Termin nacheinander habe und es kommt dann in diesem operativen Gespräch? Kann sein. Oder habe ich vielleicht auch mal die besten Ideen, wenn ich genau sage, ich halte mir jetzt mal den Kalender frei und stehe mal eine Stunde später auf und stehe lange unter der Dusche und grübel über ein Thema. Denn wenn du selbstständig bist als Unternehmer, hast du ja nie wirklich frei. Hast du auch nicht. Nee, das stimmt auch. Ich sag, also das Ding ist, wenn man sich einen Slot macht zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, jeden Montag 13 bis 15 Uhr bin ich jetzt einfach mal kreativ auf Kommando. Keine Chance. Nee, ist so. Es geht nicht. Also du musst das, bei mir ist es ganz viel Alltag zum Beispiel. Wenn ich irgendwo rumlaufe oder ich bin einkaufen oder ich bin im Baumarkt oder ich bin, was weiß ich, wo auch im Urlaub. Ist ja egal, wo man ist. Bei mir ist ganz viel Alltag oder wenn ich mit meinem Vater auch telefoniere oder bei ihm zu Besuch bin, dann nehme ich so viel auf und so viel wahr, dass ich wieder denke, das ist doch so eine geile Videoidee schon wieder. Wie machst du, merkst du das einfach oder schreibst du dir was auf oder machst du Fotos oder wie machst du? Ich merke es mir meistens und ich habe auch eine Notiz quasi bei mir auf dem Handy, wo ich dann auch teilweise diese Themen aufschreibe. Ich sage, Väter im Baumarkt,
Väter beim Duschen, Väter morgens beim Aufstehen, irgendwie sowas. Das schreibe, das Einzige, was ich mir aufschreibe. Und dann allerhöchstens, wenn ich dann mir wirklich einen genauen Plan mache zum Drehen, dass ich überlege, so, Väter morgens, was muss auf jeden Fall im Video sein? Manchmal frage ich auch meine Community, weil ich möchte, dass die damit involviert sind. Ich frage dann einfach, so, ihr seid dran, welche Sprüche dürfen nicht fehlen, zum Beispiel bei Väter auf Kreuzfahrt? Oder was wird, es sind so Sachen, wo ich auch mir natürlich viel Input hole, auch von anderen Leuten, weil es auch, das bringt auch so viel Kreativität wieder rein, dass man auch nicht nur sich selbst fragt. Ist das in dem Fall, glaubst du, dass, kommt das über persönliche Gespräche oder guckst du dir viel, schaust du dir auch viel andere Creator im Netz an oder auf Instagram an oder auf TikTok an? Auch. Also ich gucke viel auch natürlich, ich konsumiere auch viel und daraus sieht man auch wieder seine Erfahrung und guckt, was kann man machen oder kann man etwas besser machen oder anders. Das ist spannend, weil ich habe mir immer, ich weiß noch, dass ich vor vielen Jahren auch auf, in sozialen Medien, aber auch in traditionellen Medien unterwegs war und immer gedacht habe, irgendwann möchtest du mal die Seite wechseln. Irgendwann möchtest du mal von dem, der konsumiert, mal zum Produzierenden, auf die produzierende Seite. Ich kann dir gar nicht mal sagen, warum, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, dass das Spaß machen könnte. Ja. Und heute weiß ich, die Ahnung war richtig. Und ich weiß heute auch, dass die Ideen, die man im Kopf hat, sich meistens dann doch irgendwie manifestieren. Nicht, weil man oft genug gebetet hat, sondern weil die Dinge, die im Kopf rumschlummern, dazu führen, dass du dich am Ende anders verhältst. Und ich kann dir nicht sagen, bei mir läuft auch die Birne, würde ich sagen, 24 Stunden am Tag. Also mein größtes Problem ist tatsächlich, sie abzustellen, nicht ans Laufen zu kriegen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mir andere Dinge anschaue, kommen dann, so genauso wie du es gesagt hast, wird das Handy vorgeschrieben oder ich terrorisiere. Oder ich schicke die komischsten WhatsApps in der Gegend rum, mache eine Sprachnachricht. oder dass eben auch, wenn das haben wir gemeinsam, ich Gitarre spiele oder einen Song schreibe, muss das einfach sofort aufgeschrieben werden. Also kann schon mal sein, dass ich eine halbe Stunde auf dem Rastplatz stehe, weil ich irgendeinen Quatsch aufschreiben muss. Ja, aber das ist auch richtig. Also es ist so, man muss intuitiv einfach immer bereit sein, irgendwas aufzuschreiben, notieren, gucken, was kann man wie umsetzen. Das habe ich mir früher, und das war, glaube ich, für mich einer, deshalb spannend, anderes Metier, ähnlicher Prozess. Das war deshalb für mich spannend, weil ich ganz lange gebraucht habe, um mir selber zu glauben. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise die BRABUS Signature Night gemacht letztes Jahr. Erste, soweit mir bekannt, erste Fahrzeugpräsentation in Form einer Fashion Show. Das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Allerdings ein bisschen anders, um wieder ein neues, überraschendes Thema zu haben. Und ich weiß, dass, um das mal nur als Beispiel zu nehmen, ich habe diese Idee bestimmt vor, ich bin jetzt 38, ich habe die Idee bestimmt 25 gehabt. Also ich bin bestimmt 13, 14 Jahre, bin ich damit durch die Gegend gelaufen. Wie viel es genau war, weiß ich jetzt nicht. Und heute gehe ich mit diesen Ideen, so diesen Blitzen, die im Kopf dann auftauchen, ne, völlig anders um, nämlich genauso wie du es gesagt hast, anhalten, aufschreiben. Ja. Ne? Ja. Dann denken, kurzes Foto machen, einsprechen, wie auch was auch immer es jetzt gerade ist. Und das Wichtigste für mich war, mir selber zu glauben, dass das relevant ist und das nicht wegzuwischen, so nach dem Motto, das ist ja eh bescheuert. Weil ist ja eh bescheuert, killt jede Kreativität. Wie hast du das gemacht? War das ein Thema für dich, dass du sagst, ich gehe jetzt hier auf TikTok und alle finden, was ist denn, wenn es einer doof findet? Oder also was ist denn, wenn ich jetzt einen Bobel an der Nase habe oder meine Frisur nicht richtig sitzt oder? Ja, es ist, also es gibt Leute, also das ist, Perfektionismus ist, finde ich, oftmals, ist einfach verkehrt dort. Also ich finde, man muss einfach authentisch bleiben, sich selbst treu und dann gucken, was passiert. Natürlich, man kann, nicht alles kann Erfolg haben, das wäre ja auch zu schön. Wenn jeder irgendwie sagen könnte, ich starte jetzt mit Social Media und ich habe da eine geile Idee. Du, das Gleiche ist ja nicht nur Social Media, wenn du jetzt das Gleiche im TV machen würdest. Genau. Da ist ja vollkommen egal, aber die psychologische Angst davor, eben nicht Erfolg zu haben, sondern vielleicht im Fall solcher Sketche oder Nummern jetzt ausgelacht zu werden oder eben negatives Feedback zu kriegen. Das musst du erstmal kanalunabhängig. Ja, das musst du aber erstmal vergessen. Du musst erstmal gucken, das musst du ausschalten. Wenn jemand Angst hat, sich zu präsentieren, dann wird das eh nichts. Also man muss am besten immer schön einfach selbstbewusst an die ganze Sache rangehen. Es ist befremdlich natürlich am Anfang, auch sich selbst dann vielleicht zu sehen, zu hören. Und natürlich, man redet das natürlich immer schön, aber natürlich hat Social Media auch Schattenseiten. Es gibt auch Hate. Es gibt ganz viel Hate da draußen. Und Leute, die ganz mutig sind, etwas zu schreiben, aber wenn sie vor dir stehen,
den Mund nicht aufmachen können. Und das sind aber auch Dinge, mit denen man sich im Vorfeld im Klaren sein muss, dass man dem auch vielleicht einfach mal, dass man damit zu tun hat, eventuell. Ne, und das ist auch etwas, was verändert einen. Das macht auch was mit der Psyche. Ich bin da zum Glück bin ich da noch relativ verschont tatsächlich, weil die Figur, ich sag mal, sehr viel Anklang findet und die Leute das einfach mögen. Aber ich kenne auch Personen, die weinen teilweise nachts, die können nicht schlafen, kriegen Morddrohungen, alles Mögliche. Und das sind ganz andere Seiten von Social Media, die viele Leute vergessen oder gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja, du musst ein dickes Fell haben. Das ganz, ganz so. Dick. Ja, absolut. Ja. Und man darf sich nicht alles zu Herzen nehmen. Es ist natürlich oft, ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, wo Leute mich wirklich richtig heftig beleidigt haben per Nachricht bei Instagram. Und dann habe ich, weil ich bin kein Fan davon, da irgendwie jetzt blöd entgegenzukommen, ich frage dann einfach ganz höflich, ey, wie kommt es dazu, dass du jetzt das schreibst? Was habe ich denn gemacht? So, und dann hat er nur gesagt, ich dachte nur, du antwortest nicht. Finde ich eigentlich voll korrekt. So, wo du denkst, okay, wow. Das spart euch den Kommentar. Ja, direkt, ne? Genau. Aber es ist einfach, viele wollen vielleicht auch Aufmerksamkeit haben und so. Und das muss man differenzieren. Weißt du, dann ist immer so ein bisschen auch mal in Austausch gehen und sich, das sind die wirklich nicht alles zu Herzen nehmen, aber halt auch mal was trauen, auch mal sich was wagen. Und deswegen, und ich habe auch nie aufgehört, ich habe jetzt, wie gesagt, 3 Jahre lang TikTok mache ich und davon waren 2,5 eigentlich so zum Rumprobieren, zum Gucken. Das hat dir ja nichts eingebracht. Das wurde noch nie zum Business Case seitdem. Und jetzt habe ich ein Format, was so Erfolg hat, dass ich davon leben kann. Und das, hättest du das erwartet? Nee, überhaupt nicht. Also, man sieht ja generell die Monetarisierung allein auf TikTok und damit hat es angefangen und Instagram, die ist ja gar nicht da. Die ist ja überhaupt nicht da. Also TikTok damit, also die haben ja ein Monetarisierungsmodell, aber das bringt dir ja keine richtigen Einnahmen ein. Das muss schon mal sehr groß sein, damit du am Ende. Erstens das, ja, und zweitens ist da YouTube viel, viel stärker. Das ist einfach so. Aber YouTube ist wieder anders. Ne, die haben jetzt Shorts gebracht, natürlich. TikTok kam und alle haben nachgezogen. Instagram Reels kam, YouTube Shorts kam. Und aber es war am Anfang, waren das alles verschiedene Kanäle. Das ist einfach, es sind alles verschiedene Zielgruppen. Ja. Du sagst gerade, ich habe damit angefangen und dann ist etwas draus entstanden. Wenn wir jetzt nochmal zum Thema der Kreativität zurückkommen, bin ich natürlich hier in unserem Unternehmen damit konfrontiert, dass du gestalterisch, designerisch und auch technisch kreativ sein musst in einem kommerziellen Umfeld. Das ist also, ich nehme mal eine typische Entwicklung und Musiker, der leidenschaftlich kreativ ist, das wird irgendwann zum Geschäftsmodell. Auf einmal hast du einen Vertrag bei einem Major-Label und dann heißt es, jetzt produzieren sie mal innerhalb von 2, 3, 4, 6, 12 Monaten das nächste Album. Das ist häufig der Punkt, wo der Stress anfängt, weil permanenter Bedarf nach Kreativität, den wir im Unternehmen dann Innovation nennen, wenn es das Ergebnis davon gibt, ist anders als einfach mal ein bisschen auf TikTok ausprobieren. Irgendwann ist dann die Audience da, irgendwann ist dann die Aufmerksamkeit da und irgendwann kommt, glaube ich, auch gezwungenermaßen, man entscheidet sich bewusst komplett dagegen, da ist die Frage, wie viel Reichweite kannst du damit tatsächlich und wie weit kann man mit so einem Modell dann kommen, der Kommerz da. Und du musst, also heute ist ja nicht die Frage, ob wir hier bei Brabus ein neues Fahrzeug entwickeln, ob wir meinetwegen eine neue Felge entwickeln oder ob wir ein neues Boot bauen inzwischen auch, sondern die Frage ist nur, bis wann? Und wann passt es denn? Es ist natürlich in so einem Unternehmen, egal ob du Einbauküchen, Baustoffe oder wie wir jetzt Designprodukte baust, es ist nicht die Frage, ob du kreativ bist. Wie ist das für dich jetzt? Jetzt ist die Rolle da. Jetzt muss es weitergehen. Es gibt den Vater. Ja. Und jetzt wird die Nummer immer größer. Das stimmt. Was macht das? Vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, wie geht es denn weiter? Und was macht das mit diesem kreativen Prozess? Ja. Natürlich ist es jetzt so, wenn ich jetzt eine Figur habe, die jetzt mittlerweile schon so bekannt ist, dass ich jetzt auch gar nicht mehr möchte, dass ich, also man sagt ja immer, mach noch mal was anderes, mach doch mal noch eine andere Figur oder sowas. Dann sage ich, nee. Ich habe jetzt eine Figur gefunden, Never Change a Running System, ist ja einfach so. Ja, und du machst es jetzt seit, im Prinzip, die Figur gibt es seit 2 Jahren? Nee, seit die Figur, wie sie jetzt entstanden ist, seit einem Jahr. Okay. Seit einem Jahr. Und, aber das ist ja so, es läuft so gut, dass es ja blöd wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel neben dem Vater vielleicht noch irgendwas anderes mich anschaue. Ja, ich meine, wenn du guckst, schau dir die ikonischen Größen in der Comedy an, Loriot. Ja. Das ist eine Rolle.
Nein, das ist nicht mehr ganz eine Rolle, aber es sind eine sehr ähnliche. Genau. Das sind sehr ähnliche Rollen über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Paul Panzer, Johann König, das ist ja alles, die haben sich ja, die spielen eine Rolle und die funktioniert. Ja, super. Absolut. Und selbst wenn du, ich könnte, wenn wir jetzt hier sitzen würden und es wären 6, 7, 10 Jahre und du hättest auch alles schon mal gemacht, dann ist sicherlich, kommt dann automatisch, und auch da kommt das Thema Kreativität wieder, die Frage, wahrscheinlich, sie würde zumindest bei mir, nehme ich an, aus meinem Kopf irgendwann kommen, jetzt muss man was anderes machen, weil dir selber in der eigenen Rolle langweilig wird. Wie geht's weiter? Das Ding ist, die Vaterrolle, die ist ja so am Anfang noch, dass man sie ja noch viel weiter spinnen kann. Es ist ja wie, wenn man Gäste einlädt und man hat dann auf einmal einen Torben-Reveal, man hat einen Jürgen-Reveal, es gibt noch andere Nachbarn. Der Nachbar, ne? Ich habe jetzt diesen, auch einen anderen Creator, der Pole, ist der neue polnische Nachbar zum Beispiel. Dann ist noch völlig unklar, ist der Vater geschieden, hat er eine Frau, hat er eine Ex-Frau, kriegt er noch ein Kind? Kommt da noch eine Tochter? Hat er eine Tochter? Weiß man alles nicht. Man kann es ja noch so weit spinnen und so viel Bereiche noch, ich sag mal, involvieren, dass da noch ganz viel Raum ist für mehr. Ist noch so viel. Das Thema muss halt jetzt so weit ausgespielt werden, dass es gar nicht mehr geht. Also es muss wirklich so richtig ausgeschlachtet werden. Das ist jetzt so das Thema. Und dann kann man überlegen, macht man nochmal was anderes. Aber sofern es funktioniert, würde ich nichts anders machen. Ich komme immer wieder in meinem Beruf an Stellen, Ich frage mich manchmal auch, wie die sich ergeben. Die ergeben sich natürlich, dass einfach Dinge passieren. Ne, also du weißt, ich musste hier den Laden übernehmen damals, dass leider mein Vater gestorben ist und mein Vater leider verstorben ist. Den hätte ich gerne noch. Der war auch deiner Rolle nicht ganz unähnlich, hat aber natürlich dieses Unternehmen hier über 40 Jahre aufgebaut. Und das war so ein Punkt, der kommt aus der Umwelt. Da musst du dich verändern, musst dich entwickeln, wenn du diese Herausforderung meistern willst. Neben denen gibt es aber auch, und das gibt es jetzt, mein Gott, nicht nur so extrem, sondern das musst du machen, wenn du ein Studium schaffen willst, das musst du machen, wenn du vielleicht in einer neuen Art von Beziehung bist, das musst du machen, wenn du ein Haus baust, das musst du machen. In ganz vielen Punkten im Leben bist du gezwungen, dich weiterzuentwickeln. Ja. Was sind so Punkte gewesen, wo du gemerkt hast, jetzt ist was neu? Na, also ich habe die, ehrlich gesagt, laufend. Und es gibt immer wieder mal Punkte, wo du merkst, oh, jetzt komme ich zumindest mal an den Rand meiner Komfortzone. Und über die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, das ist jetzt eine Ebene rausgesummt sozusagen, immer entspannter darin, an diesen Rand zu kommen. Ne, es ist immer noch manchmal unkomfortabler, als wenn du mitten in einer Komfortzone durch die Gegend läufst. Also in dem Fall jetzt Dinge in der Rolle tust, in dem Format tust, auf dem Kanal tust, die du gewohnt bist. Aber sagen wir mal so, ich bin an die Absurdität und das Neue an sich gewöhnt. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Gibt es da Punkte, wo du sagst, oh, da habe ich ein bisschen Magenschmerzen, aber das will ich machen? Ja. Also bei mir ist es halt jetzt momentan die Planung, die Online-Welt in die Offline-Welt zu übertragen. Zum Beispiel, wir schreiben gerade ein Comedy-Programm für Live-Shows tatsächlich, wo wir all das integrieren wollen. Also der Vater als Main-Character, als Hauptfigur natürlich, der auch mal ins Publikum geht. Also ein Spaß. Aber auch ich als Clemens auf der Bühne mit vielleicht Geschichten von meinem Vater oder über meinen Vater und aber auch das Thema Bier nochmal involviert. Vielleicht macht man mit dem Publikum. Klar, du hast natürlich inzwischen dein eigenes. Ich habe mein eigenes Bier. Was ja interessanterweise an die Rolle angehängt ist. Genau. Ja. Und ohne die Rolle auch wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren würde, oder? Ja, es fing ja damals mit einem Format an, das hieß Männer versus Frauen tatsächlich. Da habe ich typische Situationen nachgestellt, wie sie Frauen machen. Das heißt, ich hatte dann ein Handtuch über dem Kopf, um halt lange Haare darzustellen, total bescheuert, und habe dann quasi eine Grillen. Ne? Thema Grillen, wie grillen Frauen? So Gemüse, oh, haben wir noch ein bisschen Zucchini, können wir noch was schneiden? Und Männer, hast du Fleisch, ja, hast du Bier, jo. So, läuft. Läuft. Ne? So hatte ich immer am Ende des Videos ein Bier, womit ich angestoßen habe. Und auf einmal war ich der Typ mit dem Bier. Das war gar nicht dieses Vaterthema, es war immer Männer. Ja. Ne, und dann war ich der Typ mit dem Bier und dann kam dieses Vaterthema dazu und das passt ja wie die Faust aufs Auge. Bierbauch, Vater, ich habe mein eigenes Bier. Ich hab das ist logisch, ne? Ja, absolut. Und das war total, ich sag mal auch praktisch natürlich für die Entwicklung meines Unternehmens, sage ich jetzt auch mal. Da wurde es richtig zu einem Business Case, wo ich gemerkt habe, okay, das Bier verkauft sich richtig gut. Und wie kann ich darauf weiter aufbauen? Weil du merkst ja. Du hast ja auch eigentlich, es gibt so Momente, da merkst du Dinge. Ne?
Und manchmal, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt würden viele sagen, ja, ein Bier. Und da gibt es einen, der hat die Positionierung an einem Kanal analysiert und dann geht's weiter und dann kommt man irgendwie mit so einem Thema wie Bier und 100 Vorschlägen um die Ecke und daraus wird dann Bier ausgewählt und das wird ganz rational umgesetzt. Ist ja nicht der Fall. Ich nehme mal an, du hast abends auf der Couch gesessen oder vom Balkon in die Weite geguckt, hast in der Badewanne gelegen oder was auch immer und auf einmal denkst du, der Mensch, Bier. Ja. Warum nicht eigentlich mal ein Bier? Ist so. Ja, weil dann hast du wahrscheinlich genau 0 Alternativen gehabt und auch nicht durchanalysiert, sondern einfach gemacht. Genau. Ich hatte halt einen Partner an der Hand und die Wälde-Brauerei im Prinzip in Mannheim, eine mittelgroße Brauerei, die ist gar nicht so groß, wie vielleicht viele auch denken würden. Ist ein Familienbetrieb auch. Und ich hatte damals, wo ich nach Mannheim gezogen bin, hatte ich den Kontakt zu der Wälde-Brauerei gesucht, weil ich das Bier damals erstmalig dort getrunken habe. Es ist ein Slow-Bier-Pilz, hat quasi wirklich ein Zertifikat, dadurch, dass es schonend gebraut wird. Und das machen nur 31 Brauereien in ganz Europa. Und das war so das leckerste Bier, was ich getrunken habe, tatsächlich. Und da habe ich gesagt, Leute, können wir irgendwie zusammen was machen? Irgendwie. Und dann haben die gesagt, ja, bist anscheinend ein cooler Typ. So haben meine Videos sich angeguckt und es war total cool. Da gab es den Vater noch gar nicht. Und dann haben die angefangen mit Freibier, mir Kisten einfach zuzuschicken und sowas. Und irgendwann wurde das Thema immer spannender und die Videos haben mehr Reichweite bekommen. Und dann kam der Vater und der wurde auch richtig Also auf den richtigen Vater gesetzt. Genau, ja, richtig. Und dann hatten wir ein Abendessen und dann hatte ich die Schnapsidee und habe gesagt, sag mal, wie wäre das eigentlich, wenn wir ein Bier machen? Aber so, jetzt lass uns da mal einmal kurz auf Stopp drücken. Ja. Weil mich erreicht ganz, ganz häufig über heute natürlich Instagram, TikTok, YouTube, wo auch immer, erreichen mich Fragen in Form von Direct Messages, Kommentaren oder auch Mails. Und die heißen, ich will auch Unternehmer werden, mir fehlt aber die richtige Idee. Das, was ich immer zurückschreibe, ist, Leute, Unternehmer ist eine Tätigkeit und kein Zustand. Ja. Diese Schnapsidee, die in dem Form ist jetzt no pun intended, es geht um Bier, insofern, da geht es um was Alkoholhaltiges, aber nicht um Schnaps. Diese Schnapsidee ist ja gar keine Schnapsidee. Also die ist ja, das, was dir in den Kopf kommt, hat ja mehrere Zutaten. Du bist schon aktiv. Ne? Unternehmertum ist eine Aktivität und kein Zustand. Du bist schon aktiv und du hast schon etwas Runway hinter dir. Also du hast schon in dem Fall ein paar Jahre das getan. Das gibt dir die Sicherheit, dass du es auch weitermachen willst. Ja, ja. In dem Moment kommst du, und das ist ja Zutat Nummer 2, begegnest du jemandem, du sitzt nicht zu Hause auf der Couch und spielst PlayStation alleine, sondern du begegnest echten Menschen und in dem Moment kommt was zusammen und dann entsteht was Neues. So, das ist exakt, ich kann tausende Momente wie diese schaffen Neues und jetzt kommt das Entscheidende, finde ich, wenn du hinhörst. Wenn du dann anhältst und merkst, okay, hier passiert was. Ich laufe 2015 mit meinem Vater über die Boot und wir bleiben stehen vor dem Stand eines finnischen neuen Herstellers, Axopa. Okay. Und gucken uns das an, Preis gut, Form, schnittig, schick. Wir haben ein bisschen was, kannten wir uns mit Rümpfen aus und Hydrodynamik, ist ja beim Boot, ist ja Hydro, also die Dynamik im Wasser und nicht die Aerodynamik wie beim Auto. Ah, ja, okay. Und stehen davor. Das ging dann so weiter, dass wir eins lernen, die auch ein bisschen kennen. Das war damals ein Händler, den wir wiederum kannten. Da kommt das, ne? Hast du jemanden, den kennst du? Ja. Und das endet so, dass wir so ein Boot kaufen. Haben das dann foliert. Ganz schön, also im Vergleich zu dem, was wir heute machen, was daraus ja entstanden ist, weil wir es auch gemacht, einfach mal gemacht haben. Es ist ein furchtbarer, wie wir heute sagen, MVP, Minimum Viable Prototype, der war aber sehr minimum. Der war ganz roh. Und also Kunstledersitze in Rot und außen dunkelgrau foliert und unten in der ganz Struktur des Bootes gar nicht angefasst. Also ganz, ganz, ganz rohes Ding. Das war aber genug Aktion, dass dann der Chef der Marke, heute mein Geschäftspartner Janne, toller Typ, Finne, super kreativer. Grüße gehen raus. das gesehen hat und sagt, was macht ihr denn? Da hat ja noch keiner mit unseren Booten gemacht. Das so irgendwie, was habt ihr denn da? Und können wir uns das mal angucken? Wunderbar. Und zack, saßen wir da, in dem Fall wirklich auf Mallorca, in dem Boot drin. Und dann bin ich irgendwann nach Finnland geflogen und sagte, komm, lass uns doch mal was machen. Was wäre denn, wenn wir zusammen mal ein Boot designen, was typisch BRABUS ist? Und damals hatten wir alles, was wir heute als Markengrundlage immer wieder benutzen, um Produkte zu übertragen von einer Kategorie in die andere. Stichwort BRABUS One Second Wow. Also den Effekt, den wir heute, sagen wir ja,
egal ob wir ein Auto, ein Boot oder jedes andere Designprodukt machen, es muss immer diesen Effekt, den wir BRABUS One Second Wow haben, nennen. Also sehen, verstehen, der Marke zuordnen und verlieben, alles in einer Sekunde. Eine viszerale, emotionale Reaktion, das kriegst du die Leute bei einem Luxusprodukt nicht begeistert. Das kennst du, wenn du der Luxusbrand deiner Wahl am Schaufenster vorbeiläufst, meinetwegen auf der Kühe in Düsseldorf, guckst einmal nach links und weißt, jetzt habe ich gerade Geld ausgegeben. Ja. Entweder jetzt oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Das ist genau dieser Effekt. Ja. So, und daraus ist heute BRABUS Marine entstanden. Mit vielen Booten, die wir jedes Jahr verkaufen. Es ist genau der Moment. Es ist genau das Sitzen in der Brauerei, wo du sagst, da ist ja die Schnapsidee. Ja. Das ist die Schnapsidee, die eben keine ist. Und dann machen. Dann machen. Genau. Dann nach Helsinki fliegen, in so einem Boot sitzen, in einem Holzmodell damals zu sagen, nee, die Küste muss weg, da muss es anders, das muss es anders. Oder in dem Fall eben sagen, ja komm, lass doch mal, wie wird dann so ein eigenes Bier aussehen? Was ist denn das Etikett? Wir müssen das schmecken und dann weitermachen. Dann entstehen Dinge. Die wenigsten Dinge entstehen, klar, kann es aus dem Zusammenhang, aus dem Himmel fallen. 99% meiner Ideen entstehen genau so. Ja, vor allen Dingen, wenn man Ideen hat, nicht nur drüber sprechen, auch mal anfangen. Gucken, die ersten Schritte einleiten, auch mal dahin kommen. Wir haben immer wieder Startup-Gründer, die zu uns kommen und sagen, oh, ich habe eine tolle Idee. Und dann frage ich, ja, erzähl mal, dir kann ich nicht zugeheim. Ja, wow. Das war toll. Ja, also totaler, ja, das ist ja noch nicht mal ein Witz. So, das ist, es ist eigentlich tragisch, weil da jemand vielleicht eine gute Idee hat, aber nicht verstanden hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nicht umsetzt, weil du nicht deine Idee an der Welt verprobst und dadurch scheiterst, viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass dir einer deine Idee klaut. Die Welt klaut dir deine Ideen nicht, vor allem nicht am Anfang. Nee, und vor allem, hört ja auch nicht die ganze Welt zu am Anfang. Es ist ja erstmal, du hast eine Idee, die kennen 10 Leute, was weiß ich, oder mehr, und dann fängst du erstmal an und guckst, weil man kann es eigentlich nichts falsch machen. Eigentlich kannst du nichts falsch machen. Und wenn du was falsch machst, dann lernst du draus. Fertig. Aber ich habe da für mich inzwischen eine ganz klare Aussage dazu. Wir investieren auch dieses Jahr wieder ganz, ganz viel ins Unternehmen für unsere Verhältnisse. Und immer wenn mich jemand fragt, ich war letztes Jahr in München bei der MAL, beim MAL Mobility Festival, schöne neue Veranstaltung, ein bisschen alternative Automesse. Da wollte ich auch hin. Neues Format, ganz witzig, wird es sicherlich in 2023 auch wieder geben. War auch gutes Wetter, das war beim ersten Mal ganz wichtig. Fragte damals jeder bei einem Bühnentalk, fragte mich der Moderator, warum wir denn so Gas geben würden, warum so viel investieren würden. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Das sage ich auch immer wieder. 85, 10, 38. Dann gucken dich natürlich immer alle an und sagen, was 85, 10, 38, was will er mir jetzt sagen? Das ist ganz einfach. Wir und ich, Männer, haben eine durchschnittliche statistische Lebenserwartung. By the way, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die stimmt. Ist mir auch vollkommen egal. Aber ist ungefähr da, wo sie hingehört. Statistische Lebensdauer in diesem Jahrhundert von, sagen wir mal, 85 an. Jetzt ziehen wir mal 10 ab, für schlechte Führung, bei mir auf jeden Fall. Und ne, sind wir bei 75, ziehst du noch mal 38 ab, weil so alt bin ich. So, dann weißt du, okay, ist genau Halbzeit. Ja. Ich habe jetzt noch knapp über 30 Jahre Zeit, die Dinge zu tun, die ich tun will. Das Leben ist verdammt kurz. Das ist so. Und in 100 Jahren, immer wenn dann ne, das Thema kommt, ja, es könnte ja peinlich sein, furchtbar, ich könnte ja scheitern, sag mir, ja, Leute, in 100 Jahren interessiert sich keine Sau mehr für mich. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich selbst für, nimm die bekanntesten Personen, die dir einfallen, heute, in 100 Jahren interessiert sich, oder 150 Jahren, keine Sau mehr für dich. Was schließen wir jetzt daraus zum Thema Kreativität? Ich finde das extrem befreiend. Das heißt nämlich eigentlich, du kannst am besten mit einer sauberen Moralvorstellung und nicht in die falschen Richtungen, kannst du dich kreativ eigentlich völlig ausleben und den Rest der Welt abkapseln. Die Welt, und das merke ich immer wieder, interessiert sich viel, viel weniger für dich, als du selber glaubst. Und zwar selbst dann, wenn man, so wie du, Riesen-Follower-Zahlen auf sozialen Medien hat. Außerhalb der Bubble, in der du unterwegs bist, interessiert sich die Welt wenig für dich und hat die vielen Milliarden Menschen auf der Welt haben alle andere Probleme, als sich anzugucken, ob der Clemens Bock die Haare schön hat. Genau. So, deshalb einfach machen. Ist so. Ist auch meine Devise. Einfach, ne? Einfach machen, die Cojones haben, einfach mal durchzuziehen und dann wird sich auch was ergeben. Irgendwas wird sich ergeben. Also ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, die haten, oder die Menschen, die einfach lachen. Oder einfach die Menschen, die abfällig gucken. Ich habe mal mit letztes Jahr einen wirklich tollen Car Talk
ist bei uns Car Talk, ist nicht ein Talk übers Auto, sondern ein Talk im Auto, mit Daniel abgemacht und mit ihm drüber gesprochen, wie das war, als er mit Instagram angefangen hat und sagte, ist total ausgelacht worden, durch die Boxengasse gelaufen und alle haben sie gedacht, jetzt spinnt er vollends. Genau. Ne? Und ja. Na, heute ist es genau umgekehrt. Sophia Flörsch zum Beispiel genau das Gleiche. Alle denken, du bist total verrückt und abgedreht und irgendwann ist sie eine der bekanntesten Rennfahrerinnen Deutschlands geworden. Dadurch. Lass uns mal zum Format zurückkommen. Du sagst das Bühnenprogramm. Ja. Das ist was anderes. Das ist komplett anders. Das ist was ganz anderes und sicherlich für dich auch eine neue Herausforderung. Wie gehst du daran? Extrem. Also ich sag mir aber selber, also was ich mir selber sage, dadurch, dass die Videos so spontan entstehen und ich wenig skripte, gehe ich davon aus, dass ich auch sehr viel Situationskomik hervorrufen kann. Und das hilft mir gerade bei so einem Live-Programm natürlich extrem weiter. Heißt, wenn ich zum Beispiel ins Publikum gehe und ich bin in meiner Rolle und ich spreche die Leute einfach stumpf an auf irgendwas, dann fällt mir immer was ein, was ich antworten kann, was ich sagen kann. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist irgendwie spannender, ist noch ein bisschen greifbarer alles. Ich habe jetzt immer nur Zahlen. Ich habe Zahlen, 1,7 Millionen Fans hier, 420.000 Fans da, aber es ist überhaupt nicht sichtbar, greifbar für mich. Es sind Zahlen, ich sehe das immer nur. Es sind so und so viele Millionen. Ich werde das auf Events, die rund ums Auto stattfinden, wenn sich diese Menschen zahlen, die dann mal materialisieren, dann ist das, ich muss sagen, die ersten Male habe ich mich erschrocken. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, allein wenn du 500 Leute vor dir hast, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Das ist ja ein Bruchteil von dem an Leuten, die dir da irgendwie folgen. Wenn man sich überlegt, 420.000 Leute, das sind so viele Stadien voll von Menschen, wo man denkt, was ist denn hier los? Ist ja einfach so. Und für mich ist es einfach der Reiz zu sagen, es ist gar nicht so dieses Ding, wo ich sage, offline wird mir jetzt vielleicht viel mehr Geld bringen oder sowas. Gar nicht groß dieser unternehmerische Gedanke. Auch, aber ist für mich etwas, wo ich sage, ich möchte es probieren. Es ist eine Leidenschaft, die man nachgeht. Das ist einfach so. Du gehst etwas nach, was dir im Privaten schon irgendwie Spaß macht. Und dadurch, dass du dich für etwas begeistern kannst, kannst du dich auch abgrenzen von anderen Leuten. Das ist einfach so. Das ist wieder dieses Thema, über das ich im Moment viel nachdenke. Wir bauen hier eine Organisation, die läuft, die ist prozessgesteuert. Da hast du irgendwann kommen Controller dazu, die kommen Budgets dazu. Und dann musst du trotzdem kreativ bleiben. Das ist heute für mich einer der absoluten Hauptjobs. Ich sage mal, wenn ich nichts anderes tun würde und hier, wenn ich nur zwei Dinge tun könnte, ich würde mich nur um Kultur und Marke kümmern in dem Unternehmen hier. Weil du diese Kultur des nach vorne denkens, weitermachens, neumachen, noch neumachens, progressiv sein, die nächste Idee haben, auch an die Idee glauben. Das ist die Hauptaufgabe des Unternehmers, wenn dann auch mal eine Organisation dazu kommt und sich eben nicht vereinnahmen zu lassen von dem permanenten Zahlengewühle. Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin froh, dass wir heute wirklich tolle Experten haben, die dir ganz genau sagen, ob du deine Idee vielleicht in diesem Jahr oder im nächsten Jahr realisieren solltest. Auf jeden Fall. Wenn es um kreative Themen kommt, versuche ich eben mir keine Scheuklappen aufsetzen zu lassen von dem, was ist, sondern einfach, der erste Schritt ist immer einfach mal frei zu denken, was wäre denn, wie könnte sich der Vater denn entwickeln, ja, was könnte Brabus denn als nächstes designen, genau. Wenn ich dann sage, komm Mensch, ein Boot ist eine tolle Idee und dann ist doch klar, dass 100 Leute sagen, ah, ein Boot und hat doch gar keine Räder und wir sind doch Experten für Autos und wie funktioniert, geht doch alles gar nicht. Ne? Ja. Ich habe immer so ein Beispiel, was ich benutze, dass ich sage, wie war das denn Anfang des 20. Jahrhunderts, als dann Coco Chanel mit den ersten Mitarbeitern rumsaß in ihrer Boutique und dann irgendwann gesagt hat, Mensch, weißt du was? Oder irgendeiner hat gesagt, lass mal eine Handtasche machen. Unsere Kunden sind Frauen, wir machen Röcke, wir machen jetzt auch Handtaschen. Ich weiß genau, wie es war. Es standen dann 100 Leute auf, die alle gesagt haben, oh Gott, Handtasche, ist doch Leder und das ist doch gar kein Stoff und das ist Sattler und es war was anderes als eine Näherei und das können wir doch gar nicht, ein ganz anderer Prozess und die kommen doch gar nicht aus hier, sondern die kommen von ganz woanders und also wie sollen wir die denn ausstellen? Da kannst du doch auf den Kleiderhaken gar nicht und das passt doch alles gar nicht. So, und dann musst du immer wieder jemanden haben, der sagt, nee, ich glaube, der Vater, der kann auch auf der Bühne, auch wenn es ein bisschen anders ist und das machen wir jetzt einfach. Genau, ja. Und das muss man aber auch, das ist auch etwas, das muss man sich trauen und das muss man auch irgendwo für sich entdecken, andere Wege gehen zu wollen. Also auch das Thema natürlich weiterzuspinnen, aber auch mal anders zu denken, auch mal zu gucken. Und das eben nicht zu machen. Deshalb fand ich dir eine Anmerkung mit dem Bühnenprogramm so schön. Da kommen wir wieder zu der Frage mit dem, wie kann ich denn hier, ich will auch reich werden, weil ich Unternehmer werden will. Du machst es ja nicht. Also wenn es, sagen wir mal so, du wirst wahrscheinlich genauso wie ich auch sagen,
Das ist, gibt dort ein Potenzial, das mich unter anderem dazu führt, dass ich dann die Rechnung bezahlen kann. Genau, und vielleicht bleibt auch noch was über. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber das ist unternehmerisches Denken. Das ist normal. Du musst immer gucken, haben wir ein Risiko? Ja, jein. Aber die perfekte Kalkulation gibt es nicht. Nee. Und dann musst du mit einem gesunden Selbstbewusstsein übrigens genau. auch in dem Moment, wo du dich mal richtig auf die Nase legst, auch das wird passieren, da ist mein Witz nicht lustig. Auch die schon Leute lachen gehabt. Nicht da, wo genau. du damit rechnest. Oder du hast einfach auch mal einen Scheißtag und musst da durch. Musst du auch das Selbstbewusstsein haben, vielleicht nicht immer in dem Moment, aber zumindest mal in der Stunde, dem Tag danach, zu sagen, ja, war jetzt doof, aber ist egal, morgen machen wir weiter, ab, da geht's wieder auf die Bühne. Und das, glaube ich, verstehen viele, wenn sie so eine Frage stellen, dann einfach fundamental verkehrt rum. Das glaube ich auch. Ne? Nee, so, wirklich. Bühnenprogramm heißt, die Clips sind nicht mehr eine Minute lang. Du kannst auch nicht mehr neu ansetzen, sondern live. Live ist live. Habe ich gelernt, gab es mal so eine Szene auf der Essen Motor Show und mein Vater saß in einem Auto und irgendein Fernsehsender war da. Ist bestimmt schon 25 Jahre her. Denn in dem Auto war ein Faxgerät eingebaut. War ein Mercedes-Benz, ich glaube S-Klasse, in den 80ern schon so Röhrenfernseher hinten eingebaut, ganz absurde Sachen gemacht. Das waren die Anfänge dessen, was heute so Business-Ausstattung sind. Heute Monitore kannst du halt in jedem Auto hinten bestellen. Und da war ein Faxgerät drin. Und mein Vater hat also dieses Faxgerät, eine der ersten Business-Ausstattungen in der Mercedes-Benz S-Klasse, ne, ganz stolz dieses Faxgerät vorstellen wollen. Und es ging nicht. Also es ist einfach, das funktionierte überhaupt nicht. Und interessanterweise hat er Zeit seines Lebens immer gesagt, dieser Fernsehclip war einer, auf den er am meisten angesprochen wurde, positiv. Weil Leute sagen, Mensch, ja, weil er auch eben so reagiert, also kann ja alles funktionieren im Leben. Life is life. Und da kommt der Spruch her, life is life. Du kannst es nicht ändern, du kannst es nicht neu ansetzen. Wie gehst du damit um? Wie bereitest du dich darauf vor? Wir schreiben halt ein Programm, was ja irgendwo einen roten Faden hat. Ne? Es hat Topics, Themen. Es sind 2x45 Minuten mit Pause. Das ist jetzt Plan. Wie es nachher kommt, sehen wir dann. Wir haben bestimmte Videoformate vom Vater, die wir uns rausgeschrieben haben, womit man einen schönen Bogen vielleicht spannen kann. Mit Anfang, Klimax und dann Ende, wie man das spinnen kann. Und das gibt es immer zwei Phasen, wo ich auch im Publikum bin. Wo ich quasi in die Menge gehe und einfach gucke und einfach ein Thema habe, wie zum Beispiel, wie Torben ist gerade nicht da, ich brauche einen Ersatztorben, wer ist denn hier in der Lage? Oder ne, Vater ist gerade irgendwie auf Frauensuche und dann geht er zu den ganzen Müttern. Das ist ich und kloppt da ein paar Sprüche. Das ist ja sowas, wo ich jetzt mich auch nicht unwohl fühle, weil ich ein Typ bin, ich gehe offen auf Menschen zu, das ist alles okay. Auch Typsache natürlich, aber es ist alles live. Es ist alles, so wie du sagst, es kann natürlich auch mal sein, dass Leute vielleicht nicht lachen oder vielleicht man sich verspricht, verhaspelt, man ist zu nervös und sowas. Das kennt man ja. Das wird ja wahrscheinlich für dich auch eine vollkommen neue Lernkurve komplett bedeuten, die aber natürlich spannend ist. Spannend und es reizt mich extrem und ich würde mich ärgern, das ist wie mit meiner Selbstständigkeit jetzt, das habe ich auch gesagt, ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht probiert hätte. Das ist, ich sage immer Leute, das ist mein größter Feind. Mein größter Feind ist, hätte ich mal. Genau. Hätte ich mal, ist mein absoluter größter Feind. Hätte ich es mal versucht. Ja. Katastrophe. Mach's und guck. Wenn du auf die Fresse fliegst, machen, dann gucken. Genau. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich pleite bin. Ja. Und selbst das, wenn du es versuchst und eben dadurch viel Erfahrung sammelst, ist unwahrscheinlich. Ja. Heißt nicht, dass man jeden Quatsch machen sollte. Nein, natürlich nicht. Aber es ist, bei mir war es generell, wenn man jetzt zu diesem unternehmerischen Gedanken kommt, für mich war es jetzt auch, bevor ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden, für mich war es wichtig, Risiken abzuwägen. Macht es Sinn, mich jetzt selbstständig zu machen? Kann ich das eigentlich? Schaffe ich das? Und ich baue mir jetzt momentan mehrere Standbeine auf. Einfach, weil ich mich selber weiterentwickle. Ich belehre mich selbst mit Kursen, die ich mir kaufe online. Diese ganze Geschichte mit Photoshop und Illustrator, hast du nicht gesehen, ich habe alles selber beigebracht, weil ich jetzt auch mein Merchandise zum Beispiel, ich habe ja Merchandise-Produkte, T-Shirts etc., das mache ich ja alles selber. Ich gehe mit Lieferanten Ich möchte ein T-Shirt vom Vater. Das kriegst du. Ja, schön, dass du und ich gehe mit selber in Austausch mit Lieferanten aus Asien, Türkei, Portugal etc. und will das alles selber aber auch wissen, aufnehmen. Ich will das, es ist auch alles Erfahrung, die man sammelt und irgendwann hat man so viel Wissen, dass man halt wirklich verschiedenste Dinge aufstellen kann und man hat dann
dadurch eine gewisse Sicherheit. Ne? Das ist ganz interessant. Das erinnert mich daran, wie wir heute bei uns bei BRABUS Strategie planen. Ich habe früher immer gedacht, Strategie so einer Uni, ne? Dass Strategie ist. Und ich habe da ein Slide zu. Ich habe da so ein Slide zu, wo ich komme auf den Schauspieler gerade nicht. Da sitzt der Typ an der Schreibmaschine im Keller mit einer Pfeife im Mund und Brille und tippt eben an seinem Meisterwerk. Und irgendwann, da habe ich immer gedacht, kommst du dann, bist fertig, hast die zündende Idee, das Licht geht an und du kommst aus dem Keller und präsentierst der Welt deine Idee, deine Strategie, deinen Plan. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von Strategie. Denn Strategie passiert heute, so wie du es beschrieben hast, im Laufen. Strategie passiert im Machen. Und das heißt nicht, dass du nicht vielleicht zum Beispiel in Naturwissenschaft, aber selbst da, ganz ehrlich, in komplexen, meinetwegen naturwissenschaftlichen Bereichen, wo du Versuche im Labor machen musst oder in der Medizin, glaube ich, passieren die Ideen dann auch eben im Machen. Komplett. Und so machen wir es auch heute. Also Strategie für mich heißt heute hier, ich bin jetzt hier seit ich habe irgendwann bei LinkedIn mal angezeigt bekommen, 10-jähriges Jubiläum, und habe gedacht, okay, irgendwas ist hier falsch eingegeben, weil ich habe tatsächlich ja hier im Betrieb laufen gelernt und merke erstens, dass viele Dinge, die ich so tue, sind so Momente dabei, wo ich denke, okay, das hast du dir jetzt nicht vor 2 Jahren auf die Festplatte geschafft, sondern hast du irgendwann immer von deinem Vater abgeguckt. Ja. Ja. Und Strategie passiert natürlich durch 1 Million kleine Entscheidungen. Strategie passiert durchs immer wieder Anfassen. Und meine Aufgabe beschreibe ich heute gerne so, dass ich wie so ein Radarscreen, wo immer der Radar das immer durchläuft, 360 Grad, durch den Laden laufe und dann eben der inneren Stimme, die wir vorhin hatten, zuhören muss und dann anhalten muss und sagen muss, guck mal, die Grafik, das Muster, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, den Kontakt, die Messe. Und ich halte inzwischen regelmäßig, hält das Radar dutzende Male am Tag an, ganz bewusst. Ich sage nicht, dass ich alles mitbekomme. Viele Dinge, wird das Radar einfach drüber laufen, die ich vielleicht sehen sollte. Ganz bewusst anhalte und sage, das ist jetzt das, was ich mir schnappe. Ne, und das ist Strategie. So, und deshalb finde ich das schön, dass du sagst, ich mache einfach dieses Bühnenprogramm und ich werde erst, während wahrscheinlich noch nicht mal, wenn du das erste Mal auf der Bühne stehst, sondern du wirst erst, wenn du das 50. Mal auf der Bühne stehst, vielleicht nach 1 oder 2 Saisons, wirst du für dich merken, ob das wirklich funktioniert. Es ist alles ein Test. Wir haben dieses Anfang 22 mit KTM gemeinsam das erste BRABUS-Motorrad gemacht, die BRABUS 1300R. Tolles Bike. Und hinterher haben viele Leute zu mir gesagt, war relativ schnell ausverkauft. Hinterher kamen viele Leute, die sagten, ja, ist doch klar, steht BRABUS drauf. Ich sage, nee, Leute, ist überhaupt nicht klar. Erstens bin ich grundsätzlich vor jedem Release hier nervös, weil eben, wenn du in der Rolle drin stehst, wenn du auf der Bühne stehst, dann eben überhaupt nicht klar ist, ob alle lachen hinterher, sagen alle, guck mal, Clemens Brock, war doch klar, dass er lustig ist. Nee, das ist harte Arbeit, das lustig sein. Sondern ich sitze da und scheiß mir in die Hose vor jedem Release, den wir machen. Und es ist eben nicht so selbstverständlich. Jetzt ist auch für einen selbst meist am wenigsten, weil man immer selber das Ganze ja irgendwie ausführt, man immer dann selber ja so die gewisse Angst vielleicht hat, dass etwas nicht laufen kann. Wo viele andere, wie du es gerade sagst, vielleicht sagen, ist ein super Typ, ich gehe jetzt auch hier zur Live-Show. Warum sollten die zur Live-Show kommen, wenn die mich nicht kennen? Ist doch klar, dass das Konzert gut ist, weil die Musik ist so toll. Ja, da stehen immer 6, 7, 8 Leute auf der Bühne, die richtig Gas geben dafür, dass das toll ist. Ja. Und das ist immer das Ding. Ne? Also ja, auch aus Angst kann man nur viel mitnehmen. Das ist so. Es wird kein Bühnenprogramm geben oder Auftritt, wo ich sage, boah, ich habe jetzt überhaupt keinen Schiss. Brauchst du die Angst? Also Angst ist, zwischen Angst und Nervosität, glaube ich, da gibt es verschiedene Dinge, die man immer bei einsortieren muss. Ich finde, einen Auftritt, Angst brauche ich nicht, Nervosität brauche ich. Ja, so eine gewisse Grundanspannung muss dann schon da sein, weil ich finde, sonst besteht nach vielen, vielen, vielen Auftritten eher die Gefahr, dass du schlampig wirst. Genau. Also bei mir muss ich sagen, besteht irgendwann viel mehr die Gefahr, dass ich mich nicht mehr richtig vorbereite. Und das ist natürlich die größte, weil dann wird der Witz wirklich irgendwann schlecht oder wird eben, ich meine, die Besprechung, die Ansprache, die Rede, was auch immer. Ja. Wirklich mies. Stimmt. Und ist bei mir viel mehr der Fall, als zu nervös zu sein. Ja. Ne? Letzte Frage. Ja. Kannst du dir auch mal vorstellen, damit ins TV zu gehen? Ja. Ja. Also, wie gesagt, bei mir sind so viele Themen sind noch da, die man noch spielen kann. Es ist auch gerade so ein bisschen in Planung oder in einem Pitch, dass man ein TV-Format macht. Aber auch gar nicht unbedingt mit dem Vater, sondern auch einfach
ich als Person, wie es damals zum Beispiel ein Klaas Häufer Umlauf gemacht hatte, Joko, die ja auch einfach auf YouTube oder so angefangen haben und auf einmal wurden die so bekannt, dass sie eine eigene Fernsehshow haben. Sowas, dass ich etwas moderiere, da sehe ich mich auch. Das sind alles so Dinge, die würde ich gerne mal probieren. Also ich bin davon nicht abgeneigt. Ich würde niemals sagen, oh nee, auf keinen Fall, das traue ich mir nicht zu. Ich würde dann eher sagen, ich würde es probieren und danach entscheide ich. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir ja in 3, 4, 5 Jahren hier wieder zusammen und dann war eben TikTok und Instagram der Test. Genau. Und ja, es geht auch dann sicherlich wieder weiter. Genau. Clemens, ich bedanke mich bei dir. Das war jetzt eine spannende Stunde. Wir haben ein bisschen länger gequatscht, als wir gedacht haben, aber ich finde, es war es wert. Genau, finde ich auch. Und ich freue mich, den Vater bald mal wiederzusehen. Ich auch. Bis dahin. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.